Ahoi Kapitäne und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, diesmal in der Ranger, dem US-Flugzeugträger auf Tier 6, im Herrschaftsmodus gefahren. Ja, die Ranger, hier ist sie, der zweite Flugzeugträger in der US-Reihe. Kann man schon ganz gut was mitmachen. So war sie für dieses Gefecht ausgestattet. Wenn du dir das in Ruhe angucken willst, einfach wie immer auf die Pause-Taste klicken. Der Kapitän hat auch schon eine ganze Menge. Tja, und nun wollen wir gucken. Na und natürlich haben wir einen 6er, 8er erwischt. Gegen andere Ranger, Kansas, Zweier Magi, Fuso, New Orleans, Zara, London, Budioni, Akatsuki und Farragut. Na großartig, da spielt man mal CV und dann landet man im 6er, 8er. Naja gut, Karte Gefahrenherd, Herrschaft, für mich ganz eindeutig, was ich jetzt hier machen muss. DDs jagen und spotten. Ich kann es immer nur wieder sagen. Das ist für mich der Job eines CV. Und ich würde mich gleich mal so ein bisschen in die Mitte orientieren. Ich weiß auch noch nicht, wo nachher wirklich was abgeht. Also insofern muss ich sehen, dass ich mich ein bisschen besser positioniere als jetzt hier außen. Auf der Dreierlinie lieber 5er, 6er Linie erstmal und dann schauen, wo ich gebraucht werde. Verlegen kann ich dann immer noch. Nein, also ich glaube, dass es wirklich die Aufgabe eines CVs ist, in so einem Spiel, gerade vielleicht auch in so einem Spiel, nicht auf Damage zu gehen, sondern DDs auf den Sack zu gehen. Und möglichst eben für die eigenen DDs zu spotten, dass die die Sicherheit haben, ja, Cap ist frei oder nein, Cap wird von der anderen Seite eben auch contested. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal ein Flieger setzen, also einen Fighter setzen und rüber zu B, weil da unsere Mayhem ja ist. So, jetzt kommt Flakfeuer. Wieso habe ich da gerade Flakfeuer bekommen? Okay. Weil da die Farragut ist. Okay, also dann nicht B, sondern dann gleich wieder zurück zu A und gleich gegen die Farragut. So, da ist sie. Hat jetzt Flak an, um meinen Fighter zu bekämpfen. So, gleich auf R drücken, damit ich jetzt hier weiter schnell ran kann. Und gucken, dass ich den jetzt einigermaßen treffe. Boah, das sieht nicht schlecht aus. Oh, jopp, 3200. Und die Farragut hat eben auch kein Heal. Also insofern, was weg ist, ist weg. So, und jetzt kriege ich aber auch hier ordentlich von der New Orleans. Na, und dann zu weit vorgehalten. Der rutscht nicht so, nee, der rutscht nicht so weit vor. Okay. Also, jetzt gleich mit den Torpedobombern los. Denn möglicherweise stellt er sich da jetzt in seinen Smoke. Aber was ich auf jeden Fall erreicht habe, ist, dass er vor dem Cap smoken musste und unsere Gnevni im Cap steht. So, aber da B auch gecapt wird vom Gegner, werde ich jetzt mal zu B. Vor allen Dingen, weil auch der gegnerische CV da unsere Mayhem angeht. Der wie wild hier von wer weiß wo aus schon seinen Nebel zieht. Ja, du musst jetzt auch mal irgendwann im Nebel. Nee, was ist das denn? Wieso? Was? Oh Gott, das ist wieder so ein Koop-Spieler, der sich das bei den Bots abgeguckt hat, oder was? Nebelt und fährt weiter. So, Akatsuki. Also, gleich ran. Jetzt fährt der rückwärts. Der wird aber wahrscheinlich. Das ist egal. Ich setze einen Torp so, dass ich ihn auf jeden Fall treffe, wenn er nicht jetzt nach vorne springt. Jo, einen haben wir und einen Ausfall haben wir auch erzeugt. So, die Mayhem kann auch auf den schießen. Akatsuki nebelt sich. Okay. Aber macht dasselbe auch. Nebelt und fährt weiter. Jo, dann legen wir weiter vor. Und, wie läuft's? Ja, jetzt bremst er ab. Okay, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. So, jetzt kann unsere Mayhem hier problemlos B cappen. Kann zurückfahren in den eigenen Nebel. Und dann war es das. Tja, die anderen haben jetzt einen DD und einen Kreuzer verloren. Wir haben auch schon einen Kreuzer verloren. Und unsere Mayhem fährt aus B wieder raus. So, und hier ist die Farragut. Also, auch wieder ran. Und die Torps hinschmeißen, dass unsere Gnevni jetzt irgendwo mal ein bisschen was machen kann. So, und bevor jetzt hier meine Flieger runtergeschossen sind, denn da kommt die Kansas aus dem Nebel. Schnell abwerfen. Ja, und? Nö. Das war nix. Schade drum. Egal.
Tja, nächsten Kreuzer verloren. Wir sind hinten. Aber wenn unsere Mayhem... Ach, der, an der Mayhem ist so gut wie nichts mehr dran. Der steht nicht im Nebel. Er steht nicht im Cap. Aber er ballert da ein bisschen munter drauf hin. Also, ich werde ihm jetzt noch einmal AA geben. Aber die, so ein Spieler, der ist nicht zu retten. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Dem kann ich im Prinzip nicht helfen. Da macht es auch keinen Sinn, die Fighter zu verschwenden, weil der ist schon raus. New Orleans. Weil er einfach nicht verstanden hat, was sein Job ist. Nur ein bisschen wild durch die Gegend ballern ist nicht die Aufgabe eines DDs. Nicht, wenn direkt vor ihm ein Cap jetzt liegt. So, und ich gehe natürlich hier wieder auf die Farragut. So, komm, Farragut. Och komm, ja gut. 1800, immerhin. Das sollte unsere Gnevny jetzt im Wegfahren schaffen. Denn die Kansas hat sie schon rausgeschossen. Die Amagi nimmt sie raus. Na gut, okay. Ich hätte ihn jetzt auch noch gekriegt. Gut, wie auch immer. Ja, man sieht's. Die Mayhem fährt tatsächlich nicht in B. Und unsere Gnevny kann jetzt hier problemlos zurück zu A fahren und kann A cappen. Und ich werde jetzt mal sehen, hier oben diese einsame Amagi. Der kann ich vielleicht noch einen zweiten Brand legen. So, sind auf die hinteren Türme zielen. Jupp, das passt. Zweiter Brand. Jetzt ist die Frage, kann er löschen? Na, ist egal, ich werde das mal zurückholen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn ich auf die Minimap gucke, unsere Amagi und Fuso in C, die sind eben nur zu zweit. Und der Rest hier an A, der müsste eigentlich gegen diese eine Amagi das problemlos schaffen. Also wenn sie das nicht schaffen, dann kann ich ihnen nicht helfen. Ich werde aber schon mal anfangen, hier so ein bisschen zu verlegen, weil wenn diese vier oder wie viel auch immer es sind, auf der Minimap, es sind ja noch nicht mal alle gespottet. Wird doch nicht ganz so weit fahren. Aber schon mal so ein bisschen umdrehen und hinter der Insel parken. Also ich werde mal sehen, dass ich jetzt für die beiden so ein bisschen Licht mache, weil hier ist ja nichts zu sehen für die. Die Fuso steht im Cap. So, dass der jetzt Aufklärung braucht, haben wir verstanden. Eben klar mal deutlich machen. Jo, haben wir gesehen. Und zur Not, ja, da ist die London aufgegangen. So, also ich gehe natürlich auch hier wieder nicht auf Damage, sondern ich gehe auf Ziel. Also mit anderen Worten, für mich ist die London für meine beiden BBs hier der ätzendste Partner, weil der kann sie laufend anstecken und anstecken und anstecken. Und deswegen taupe ich jetzt von vorne drauf. Jo, da haben wir schon mal einen Treffer. Um jetzt eben von der Seite auch nochmal drauf taupen zu können. Na, da haben wir noch einen Treffer. Und da, so. Und die beiden, na, die sehen doch auch nicht so schlecht aus. Jo, auch nochmal zwei Treffer mit Wassereinbruch. Was sagt der Damage Counter? Damage Counter sagt, tickt. Das ist gut. So, und jetzt werde ich mal sehen, dass ich ja ein bisschen wegkomme schon. Denn diese Amagi, der jetzt hier durchdrückt, der da hinten, der gefällt mir gar nicht. Tja, und da haben wir jetzt die London... Hier jetzt unsere Amagi AA geben. Der wird ja angeflogen. Der Fuso konnte ich nicht mehr helfen. Aber jetzt muss ich sehen, dass ich hier vielleicht einmal noch zurücksetze. Dass die anderen das Cap nicht bekommen. Wir haben 4 verloren. Die anderen haben 7 verloren. Haben noch 80 Punkte. Ja, weil keiner ein Cap hat. Oder hatte. Wir haben jetzt ja... So, na, vorne im Brand setzen. Nein, aber dreimal die Basis verteidigen. 5 Nicht-Durchschläge. Wow, okay. So, jetzt kann ich hier natürlich noch ein bisschen spotten. Da oben ist die Ranger. So, und Onion eingefangen habe ich auch schon. Das ist eben, wenn man dann... Ja, da haben wir nochmal Basisverteidigung im Brand. Das ist eben, wenn man dann... vom gegnerischen CV gespottet wird, weil der möglicherweise eben die Amagi anfliegt, dann ist das so ein Nebenprodukt. Ja, und unser Amagi geht es ja nun gar nicht gut.
Und ich mache es ja auch so. Ich werde hier nochmal ein bisschen anders verlegen, dass ich so den Schutz der Insel habe. Weil ansonsten macht mich diese Amagi hier gleich auf. So, und unser Amagi ist auch gleich raus, wenn ich dem nicht helfe. Also so gern ich jetzt C nochmal zurücksetzen möchte, umso wichtiger ist es, unserer Amagi eigentlich zu helfen. Denn der hat ein echtes Problem. Diese Amagi hier hat einen deutlichen HP-Vorteil. Und wenn ich dem jetzt nicht helfe... Also das Helfen alleine bedeutet nicht unbedingt selber Damage machen, sondern wie jetzt zum Beispiel, Torp so hinzuschmeißen, dass er ausweichen kann, aber dabei volle Breitseite unserer Amagi zeigt. Und wenn der jetzt einmal hier über die Insel schießen kann, dann kann er ihn wirklich voll treffen. Das ist eben auch so eine Sache, wo ich sage, da kann ein CV einen durchaus mal ein bisschen unterstützen, auch als Schlachtschiff. So, jetzt können wir ihn hier von der Seite angehen, weil jetzt ist er in der Drehung. So, unser Panzer ist raus. Ja, und da haben wir zwei Treffer und einen Wassereinbruch. Und wir sind auch nur noch zu siebt. 7 gegen 5. So, tja, und nun kann hier unsere Amagi da einmal auf die Amagi auch schießen. Schön auf die Breitseite, aber der dreht natürlich auch wieder zurück. Also werde ich natürlich wieder versuchen, ihn anzufliegen und ihn zum Bewegen zu zwingen sozusagen. Er hat immer noch sein Flooding. Also mit ein bisschen Glück kann ich jetzt noch einen Brand dazu setzen. So, und wenn der sieht, dass ich jetzt hier mit Bombern komme, dann müsste er eigentlich wieder in die Seite drehen. Macht er auch. Auch um voll schießen zu können, aber ne, mal gucken. Ja, okay. Ein Durchschlag. Aber er steht halt jetzt breitseitig. So, sehen, dass man nicht durch die schwarzen Wolken fliegt. Ist immer nicht ganz so einfach. So, jetzt lösen sie sich auf. Okay, und jetzt... Aber alle Flugzeuge brennen schon. Und jo, das war's. Und da sieht man eben auch als 6er Flugzeugträger ein 8er Schlachtschiff. Das sind halt doch zwei Tierstufen. Tja, und nun haben wir jetzt wieder einen verloren und die anderen aber auch. Aber jetzt ist es 6 gegen 4. Ich werde nochmal ein bisschen weiter in Norden fahren. Und wie gut, dass ich mich rechtzeitig in Bewegung gesetzt habe, sonst würde ich jetzt von der Amagi schon längst rausgenommen sein. Und damit wäre das Spiel komplett offen. Auch wenn wir jetzt punktetechnisch vorne sind. Wenn ich als CV raus bin und die anderen haben noch einen, man sieht ja jetzt auch, wie ich dieser Amagi zusetze, obwohl der zwei Tierstufen höher ist. Und da muss man eben auch sagen, also als CV bist du einfach überlegen. Du hast das Spiel wirklich in der Hand. Unsere Amagi ist noch im Spiel. Und ich glaube, das wäre nicht der Fall, hätte ich dem nicht geholfen. Weiß ich nicht. Aber jetzt auch wieder. Ich gehe den von der Seite an, sodass der jetzt also drehen muss, um nicht meine Torps zu kriegen. Vielleicht kann ich ihm auch noch einen Tortreffer vorne setzen. Bringt meistens auch einen Wassereinbruch. Aber auf jeden Fall dreht er wieder in die Breitseite. Ja, einen Tortreffer haben wir sogar. Und da kommt schon AP von unserer Amagi. Jo, und unser Sieg ist in Sicht. Voll auf die Breitseite. Und jetzt hier wieder. Er wird wahrscheinlich wieder zurückdrehen. Also versuche ich möglichst so zu... den werden wir mal zurückholen. So zu torpen, dass die Torps ihn noch ein bisschen gerade halten. Dass unsere Amagi nochmal die Chance bekommt, auf die Breitseite zu schießen. Die Odin kommt auch von vorne. Ja, und unsere Amagi kann tatsächlich nochmal voll auf die Breitseite ziehen. Hat jetzt aber wohl ab HE drin, wenn ich das richtig sehe. Naja. Also immer noch 6 gegen 4. Oh, und unsere Gnevni da in C. Wieso ist der jetzt so nah an der Kansas dran? Na, wie auch immer. Ja, jetzt ist die Gnevni raus. 5 gegen 4. Punktetechnisch sind wir relativ weit vorne, aber 5 gegen 4. Ja gut, aber es sind noch über 6 Minuten zu spielen. Wollen wir mal gucken, was hier noch geht. So, ich versuche natürlich jetzt diese Amagi hier in Brand zu setzen. Und auch da wieder, er dreht volle Breitseite, um eben nicht diesen vollen Abwurf aufs Deck zu bekommen. Jo, aber trotzdem ein Brand.
So. Jetzt. Oh, den Brand hat er gelöscht. Der Brand tickt nicht mehr. So, jetzt muss ich sehen, dass ich da möglichst nochmal einen Brand bekomme. So, schön vorne aufs Deck zielen. Nach vorne fliegen. So, und jetzt. Yo, mitten rein. 6000 Schaden plus ein Brand. Tja, und der Brand, der tickt jetzt. Also da brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr hin. Ich kann jetzt mit den Rocket Planes einfach mal sehen, dass ich möglicherweise da nochmal in C was mache. Aber die Amagi, die brennt runter. Und da ist es soweit. Jo, Amagi haben wir. So, dann kann ich jetzt eigentlich auch mal ganz entspannt hier Richtung B fahren. Weil jetzt ist ja die Gefahr im Süden weg, obwohl ich würde mir ja nicht ganz so mutig sein. Na, da kommt die Kansas, okay. Da hinten die Fuso. Tja, ich muss mal gucken, wo der CV ist, aber wäre natürlich auch ganz schön, wenn ich mal ein bisschen Schaden auf diese Fuso machen könnte. Oh, unser Massachusetts, der geht aber auch nicht mehr so richtig gut. Na gut, ich konnte mich jetzt um die hier oben überhaupt nicht kümmern. Ich konnte nur unsere Amagi unten den Arsch retten, der noch immer im Spiel ist. Ja, ich glaube nicht, dass das der Fall gewesen wäre, wenn die 1 gegen 1 gespielt hätten. Als CV hat man es wirklich in der Hand. So, Fuso, jetzt einen kleinen Brand. Das wird doch was Schönes. Na, und? Boah. Nee. 8 Nicht-Durchschläge. Und da haben wir aber den CV auch aufgeklärt. So, und nochmal oben einen in die Aufbauten. Na komm. Nee. 5 Nicht-Durchschläge. Wow. Ja, und jetzt ist es auch nur noch 4 gegen 3. Und die Kansas, ich glaube, ich werde doch nicht ganz so weit... so mutig bin ich dann doch nicht. Ich drehe lieber nochmal um. Bleib hinter meiner Insel. Weil so eine Kansas, der kann mich auch one-shotten. Und wenn jetzt der gegnerische CV mich hier einmal spottet, während ich breitseitig da irgendwo in Richtung B fahre, dann kann das ganze Ding hier noch kippen. 3,5 Minuten sind noch zu spielen. Das ist noch genügend Zeit. So, aber unser Odin, der geht's noch relativ gut. Unsere Amagi hat sich vielleicht jetzt auch schon erholt. Aber jetzt werden wir erstmal natürlich sehen, dass wir diese Kansas hier unter Druck setzen. Bevor ich jetzt die Fuso angehe... Natürlich könnte ich jetzt die Fuso auch versuchen rauszutorpen, klar. Aber ich versuche jetzt erstmal hier wieder meinen Teammates gegen die Kansas zu helfen. Und das heißt jetzt hier abwerfen. Na, Kansas. Jo. 2 Treffer, ein Flooding. Und dann können wir nochmal von der Seite... Nee, brauchen wir nicht mehr, hat die Amagi von der Seite geregelt. Tja, jetzt ist es 4 gegen 2. Jetzt ist da nur noch diese Fuso und die Ranger. Und ich habe da jetzt nicht abgeworfen. Aber es ist eben auch so, der Counter tickt. Die Zeit tickt auch, aber da ist die Ranger nochmal. Da setze ich hier nochmal einen Fighter, damit meine Kollegen den sehen. Aber damit ist das Ding auch schon durch. Jo, und da haben wir doch als Sechser im Achter... ganz gut noch unsere Mates hier unterstützen können. Also, ich muss sagen, jo, hat gut gepasst. 90.768 Schaden waren es dann doch noch. 11 Torpedotreffer, 6 Bombentreffer, 2 Ausfälle erzeugt, 3 Schiffe zerstört, 4 Brände gelegt, 3 Wassereinbrüche bei 11 Treffern, ja, okay. 5-mal die Basis verteidigt, 12 Schiffe aufgeklärt und 51 Treffer mit Rocket Planes. Also wie schon gesagt, ich glaube, dass das eine ganz gute Unterstützung war für mein Team, auch wenn wir hier jetzt keine Auszeichnung bekommen haben. Davon lebt das Ganze ja nicht unbedingt. Aber schauen wir mal. Ja, in der Teamwertung 1851, Rang 1 als CV, als 6er CV im 8er Match. Das sehe ich gerne. Dann gucken wir nochmal in die Gesamtauswertung hier rein. Also Amagi versenkt, London versenkt, Akatsuki versenkt, Kansas, Fuso, Farragut und Amagi noch ein bisschen was abgenommen. Insbesondere Farragut 5000, das war auch nicht ganz unwichtig.
Wir haben Schaden gemacht, hauptsächlich über Torpedos, 42.000, Raketen 10.000, Bomben 14.000, tja, und dann eben Wassereinbrüche 16.000 und Brände 7.000. Also alles in allem schon ganz ordentlich, finde ich. Und wenn dir das Gefecht mit der Ranger jetzt auch gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Gleich die Glocke aktivieren, dass du Nachrichten bekommst, wenn neue Videos online gehen. Wenn dir gefällt, was ich mache und den Kanal unterstützen möchtest, Kanalmitgliedschaften sind freigeschaltet bei mir. Klick einfach unten jetzt auf Mitglied werden. Informier dich. Schreib gerne in die Kommentare, was du so von der Ranger hältst. Oder auch im Zweifelsfalle von 6er in 8er. Schau live auf Twitch rein und ich freue mich aufs nächste Mal.